RFH zeigt, was dein Herz bewegt. RFH. Einfach näher dran. Heute bei RFH. Volles Haus in der Agentur für Arbeit. 8. Berufsfindungs- und Studienmesse in Halberstadt. Bürgerfrühstück in Quedlinburg. Zusammensein vor dem Rathaus. Der Ausflugstipp auf den Spuren von Europas größter Wildkatze. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Bürgerfrühstück in Quedlinburg. Zusammensein vor dem Rathaus. In Quedlinburg versammeln sich dieses Jahr wieder zahlreiche Vereine zum 13. Denkmalfrühstück. Auf dem Markt vor dem Rathaus der Welterbestadt wird zur gemütlichen Runde eingedeckt. Dabei sind viele Verbände, Organisationen und Familien, welche gemeinsam vor der Fassade des Rathauses brunchen. Ja, also wir feiern oder wir gestalten mittlerweile das nach 2015 sozusagen das 5. Bürgerfrühstück wieder aktiv hier auf dem Markt der Welterbestadt Quedlinburg. Als Zeichen der Verbundenheit der Vereine, der politischen Organisationen, Sportvereine, Kulturvereine mit ihrer Stadt. Sie wollen ihr Engagement zeigen, den Bürger vorstellen. Jeder Verein, ob Kultur, Sport, Technik, hat hier die Möglichkeit, eine Bierzeltgarnitur zu mieten von der Stadt für 15 Euro. Die 15 Euro werden gesammelt und werden dann einem sozialen Zweck zugeführt. Und hier hat jeder Verein die Möglichkeit, sich vorzustellen, sein Anliegen für sich zu werben, Mitglieder zu werben, für die Sache zu werben und zu zeigen, wie bunt doch das Engagement der Quedlinburger für ihre Heimatstadt ist, ihre Verbundenheit. Und ich finde es ein ganz tolles Zeichen, dass wir von Jahr zu Jahr mehr Vereine haben, die sich hier beteiligen, die sagen, wir wollen auch der Stadt ein Stück zurückgeben von dem, was sie uns gegeben hat oder den Bürgern, und wollen zeigen, wir leben hier in Quedlinburg, wir engagieren uns für Quedlinburg. Und ja, für die Touristen, denke ich mal, ist das auch eine sehr interessante Geschichte, mal kennenzulernen, wie bunt hier das Bürgerengagement in unserer Welterbestadt Quedlinburg ist. Nach einer Ansprache des Oberbürgermeisters zum Beginn der Veranstaltung ist das Frühstück eröffnet. Im gemeinsamen Dialog können sich Bürgervereine und Organisationen näher kommen und sich unterhalten. Also wir haben knapp 40 Teilnehmer und etwas mehr als 40 Tische. Das hängt daran, dass bestimmt oder manche Vereine sogar zwei Tische brauchen, um sich darzustellen. Durch die rege Beteiligung konnte eine Vielzahl von Tischen aufgestellt werden. Die etwa 40 Tische werden für einen symbolischen Spendenbetrag von 15 Euro gemietet. Die damit eingenommenen Spendengelder werden für wohltätige Zwecke gespendet. Seien Sie nächstes Jahr auch dabei, wenn die Stadt zur gemütlichen Runde auf dem Marktplatz einlädt. Wir wünschen guten Appetit. Nach einer spannenden Partie samt Unentschieden gegen den SV Babelsberg 03 geht es für die Halberstädter Germanen nun gegen den BSG Chemie Leipzig auf den Platz. Das Heimspiel am Mittwoch, dem 11. September, wird um 19 Uhr im Halberstädter Friedensstadion angepfiffen. Der VfB hofft auf zahlreiche Unterstützung der Fans. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Bei einem Verkehrsunfall am 7. September um etwa 12 Uhr zwischen Holm und Ballenstedt wurden 4 Personen verletzt. Ein 36-Jähriger wollte von einem Feldweg aus auf die Straße fahren. Dabei übersah er ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug eines 65-Jährigen. Neben den Fahrern wurden durch den Aufprall auch noch weitere Passagiere verletzt. Bei den polizeilichen Untersuchungen kam heraus, dass der 36-Jährige falsche Nummernschilder verwendete und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. In der Nacht vom 7. September gegen 20.45 Uhr wurde eine Gruppe von Thüringern von 3 unbekannten Männern angegriffen. Grund dafür war, dass die Thüringer Gruppe sich ein paar Häuser vom Gehweg aus anguckte. Daraufhin kamen die 3 Männer aus einem dieser Grundstücke und fingen an, sich mit den Besuchern zu streiten. Im Verlauf des Streitgesprächs beleidigten die 3 Männer die Thüringer und begannen, sie anzugreifen.
Dabei schlugen zwei von ihnen den Thüringern ins Gesicht und einer von ihnen bespuckte die Touristen sogar. Durch die schweren Verletzungen mussten die beiden betroffenen Thüringer ins Quedlinburger Klinikum. Als die Polizei am Tatort ankam, waren die drei Täter bereits in unbekannte Richtung geflohen. Die Polizei sucht nach ihnen. In Heudeberg kam es am 8. September zu einem Brand im Recyclingpark. Mehrere große Berge von Grün- und Baumschildresten fingen aus ungeklärter Ursache Feuer. Um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen, musste die Feuerwehr an den Brandherd gelangen, der unter dem Geäst lag. Um diese zu erreichen, mussten sie viele schwere Teile anheben, was sich als schwierig erwies, da es nur einen schlechten Zugang zum Brandherd gab. Weitere Müllcontainer waren nicht betroffen. Die Löscharbeiten dauerten noch den ganzen Tag. Und zu Ihrer vorigen Frage, keine Sorge, dafür gibt es Hausbesuche. Mausbesuche? Und für die erste Zeit danach hat er ja dann die Gehhilfe. Eine Gehhilfe, die Papa überall hinbringt. Und das macht alles die AOK? Wie auch immer Sie sich gesund werden vorstellen, wir beraten Sie gern. AOK, die Gesundheitskasse. Für euer Leben, das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Flexibilität. Eure Verbindung ist Pure. Ganz in deiner Nähe bringen wir die Zukunft zu dir nach Hause. Wir von Heuer und Sack bringen euch schnelles Internet, Fernsehen und Telefon. Volles Haus in der Agentur für Arbeit. 8. Berufsfindungs- und Studienmesse in Halberstadt. Die Großveranstaltung der Agentur für Arbeit in Halberstadt schlechthin ist die Berufsfindungs- und Studienmesse. Bereits zum 8. Mal können sich Aussteller präsentieren und zukünftige Arbeitnehmer informieren und vorstellen. Eine Veranstaltung, die jährlich für großen Andrang sorgt. Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Halberstadt zieht kurz nach der Eröffnung schon einmal Bilanz über den Start. Aber das ist ja erst der Anfang. Wir sind ja heute erst in der ersten Stunde der 8. Berufsfindungsmesse und ich gehe davon aus, dass noch einige Besucher auf uns zukommen. Und schon die erste Stunde zeigt die Mühe der Vorbereitungsarbeiten unserer Kolleginnen und Kollegen und natürlich der Unternehmen, die uns hier begleiten, hat sich schon ganz gut gelohnt. Besonders viele junge Menschen füllen das Gebäude an diesem Samstag und halten interessiert Ausschau nach einem geeigneten Beruf und führen gezielte Gespräche. Die ganzen Aussteller versuchen selbstverständlich, sich als Arbeitgeber ins Gedächtnis zu rücken. Mittlerweile ist der Fachkräftemangel ein etabliertes Problem. Kein Wunder, dass die Zahl der Aussteller auch in diesem Jahr weit über die 100er-Marke geht. Wir haben in diesem Jahr fast 130 Aussteller, sowohl im Haus als auch im Außengelände. Und das ist jetzt so die Dimension, die eigentlich die Möglichkeiten des Hauses hier erreicht hat. Und ich glaube, wir sollten es auch bei den Größenordnungen belassen, denn wir haben ja auch noch in der Region andere Angebote, um jungen Menschen die Möglichkeiten der Berufsorientierung zu geben. Vorzustellen. Und sie sind ja auch nur ein Ausgangspunkt und wir arbeiten ja gemeinsam mit den Schulen daran, dass die jungen Leute auch in Praktikas in die Unternehmen bekommen und das ist der nächste Schritt. Diesen Schritt wollen viele machen. Der Trend, dass immer mehr junge Leute sich frühzeitig für ihren beruflichen Werdegang engagieren, ist sehr positiv. Die knapp 130 Aussteller kommen größtenteils aus der Region und versuchen, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden.
dass diese, sobald sie eine Ausbildung oder ein Studium im Harz beginnen, auch zunächst der Region erhalten bleiben, ist ein weiterer positiver Aspekt. Die Agentur für Arbeit in Halberstadt schafft durch die Berufsfindungs- und Studienmesse für zukünftige Arbeitnehmer, aber auch für die Arbeitgeber, eine sehr gute Hilfestellung und das bereits zum 8. Mal. Heike Schüttko wünscht sich für alle Beteiligten nur das Beste an diesem Tag und ihre Zukunft. Ich wünsche mir natürlich, dass viele junge Leute, aber auch Eltern, Freunde, die heute hier mit herkommen, einen kleinen Ansatzpunkt bekommen haben, eine erste Hilfestellung für ihren Weg in ihre berufliche Zukunft. Wenn uns das gelungen ist, dann haben wir erreicht, was wir wollten. Und ich wünsche mir natürlich für die Region, dass so viele wie nur möglich hier in unserer Region ihren Ausbildungsplatz finden oder nach einem Studium hier wieder in die Region zurückkehren. Denn unsere Region braucht Zukunft und daran möchten wir arbeiten. Und das wünsche ich mir auch für die Agentur. Die vollen Flure zeigen, dass auch die 8. Berufsfindungs- und Studienmesse der Agentur für Arbeit in Halberstadt ein voller Erfolg ist. Das zeigt sich besonders darin, dass die Beratungsmöglichkeiten überaus gerne genutzt werden und von den Ausstellern auch gerne bereitgestellt werden. Der Ausflugstipp auf den Spuren von Europas größter Wildkatze. Wer sich über die vom Aussterben bedrohte Katze informieren möchte, ist im Besucherzentrum in Bad Harzburg an der richtigen Adresse. Das Haus der Natur bietet mit seiner interaktiven Erlebnisausstellung auf rund 400 Quadratmetern Informationen rund um die Pflanzen- und Tierwelt des Harzwaldes. Erleben Sie die Natur mit allen Sinnen. Hören Sie das Röhren des Hirsches. Ertasten Sie Gegenstände, lernen Sie Hölzer unterscheiden. Stellen Sie Ihr Wissen unter Beweis und schauen Sie in Deutschlands größtem Ameisenformikarium den fleißigen Tieren bei der Futtersuche oder beim Nestbau zu. Sie erfahren hier auch das Neueste zum Luchsprojekt des Nationalparks. Filme und Anschauungstafeln informieren Sie über die Lebensgewohnheiten der größten Wildkatze Europas. Wer einen lebenden Luchs sehen möchte, kann zum Gehege an der Rabenklippe wandern oder einen Teil der Strecke mit der Burgbergseilbahn zurücklegen. Von April bis November fährt auch ein Bus direkt von Bad Harzburg zu den Rabenklippen. In der Nationalparkgaststätte mit dem herrlichen Ausblick können Sie sich stärken, bevor Sie dann mittwochs oder samstags jeweils um 14.30 Uhr an der Schaufütterung der Luchse teilnehmen. Das Luchsgehege wurde aus dem einfachen Grund angelegt, um den Menschen hier im Harz und Harzer Umgebung die Angst zu nehmen vor dem Luchs. Wir Menschen haben die Eigenschaft, was wir nicht kennen, schützen wir auch nicht. Und was wir kennen, das schützen wir. Und durch dieses Gehege haben viele Menschen hier im Harz den Luchs kennengelernt und mittlerweile ist er im Harz ein Sympathieträger geworden. Wer bewohnt das Gehege und woher kommen die Luchse? Das sind jetzt einmal Ellen und Alice, die kommen aus München-Gladbach, der Paul kommt aus Bielefeld, dann ist die Pamina als Handaufzucht hier und der Tamino kommt aus Finnland ab und war ursprünglich vorgesehen für das Luchs-Auswilderungsprojekt. Allerdings im Auswilderungsgehege hat sich herausgestellt, dass er dafür nicht geeignet ist und aus diesem einfachen Grund kam er dann hierher. 200 bis 400 Schaulustige stehen dicht gedrängt hinter der Absperrung, wenn Ralf Wojtisek über die Luchse erzählt und dann in die Kiste greift, um sogenanntes Fallwild zum Verfüttern ins Gehege wirft. Das ist das Wild, was vom Auto totgefahren worden ist oder Wild, was von der Jagd nicht verkauft werden kann. Und wenn das nicht ausreicht, wird eben noch Rindfleisch dazu gefüttert. Am Gehege erhalten die Besucher zahlreiche Informationen über die Luchse und können die Tiere aus nächster Nähe betrachten. Viele von ihnen haben noch nie Europas größter Wildkatze so in die Augen geschaut. Also ich finde es eher süß und ich fand es auch interessant, weil man es halt sowas halt nicht jeden Tag sieht.
Also ich hatte die schon mal im Zoo gesehen und ich habe jetzt dazugelernt, wo die herkommen, wie die leben. Also ich fand es sehr spannend, so zu sehen, wie die sich so annähern an Menschen und so. Also ich fand es echt gut. Hier sind die Luchse hinter Gittern. Dank des im Jahr 2000 erfolgreich gestarteten Luchsprojektes wurde Europas größte Raubkatze gezielt in den Harzer Wäldern ausgewildert. Es hat sich seit dem Jahr 2000 eine ganze Menge getan. Damals wurde tatsächlich der erste Luchs im Harz nach 200-jähriger Abwesenheit hier ausgewildert. Insgesamt sind 24 Luchse bis zum Jahr 2006 in die Freiheit entlassen worden. Und daraus hat sich eine wirklich vitale Luchspopulation hier in unserem Mittelgebirge gebildet, die seit dem Jahr 2002 auch jährlich Nachwuchs produziert. Und ja, der Harz ist der Ursprung der Luchse, aber nicht mehr die alleinige Heimat. Denn mittlerweile sind die Tiere tatsächlich rausgegangen aus dem Mittelgebirge, haben sich Lebensräume erobert, die zum Teil weit außerhalb des Mittelgebirges liegen. Also kann man sagen, das Luchsprojekt Harz ist bis zu diesem Zeitpunkt ein voller Erfolg. Und wir hoffen, dass es so weitergeht und der Luchs vielleicht auch noch Anschluss findet an andere Luchsvorkommen, die es ja durchaus in Deutschland gibt. Sei es der Bayerische Wald oder, wie jetzt gerade begründet, eine neue Population im Pfälzerwald. Luchse sind seltene und nachtaktive Tiere und so kaum in der freien Natur vom Menschen zu beobachten. Wir machen sogar ein sehr intensives Fotofallenmonitoring. Was heißt das? Wir wollen tatsächlich wissen, wie viele Luchse gibt es eigentlich im Harz. Und daher platzieren wir ganz systematisch Kameras, automatische Kameras im Wald, in relativ großer Stückzahl. Wir haben dann in der Regel so 60 bis 70 Kameras im Einsatz. Und damit fotografieren wir tatsächlich Luchse, auch andere Tiere, aber eben Luchse. Wir können die Tiere anhand ihrer Feldzeichnung voneinander unterscheiden und haben damit beste Möglichkeiten, mittels statistischer Verfahren die Anzahl der Tiere hier im Mittelgebirge zu bestimmen. 40 bis 50 ausgewachsene Luchse leben zurzeit im Harz und viel mehr werden es wahrscheinlich auch nicht werden. Seit einigen Jahren wird beobachtet, dass im Harz geborene Luchse später abwandern und sich andere Gebiete erschließen. Der Luchs ist zurück. Er ist in den Harzer Wäldern wieder heimisch geworden. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Einer der Höhepunkte zum 100. Bauhaus-Gründungsjubiläum ist die Eröffnung des Bauhausmuseums Dessau. Erstmalig kann hier die gesamte Sammlung der Stiftung Bauhaus Dessau dauerhaft der Öffentlichkeit präsentiert werden. Erzählt wird die Geschichte der epochenmachenden Schule und ihrer pädagogischen, konzeptionellen und gestalterischen Ansätze. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. Die Spezialisten für Spitzentechnik mit persönlicher und individueller Beratung. Mein Service macht den Unterschied.
EP Mediapark Schubinski. Ihr Partner für Haushalts- und Elektrotechnik in Quedlinburg. Neue Produkte und tolle Angebote gibt es in dieser Woche wieder beim EP Mediapark Schubinski in Quedlinburg. Den Flachbildfernseher der Marke Panasonic mit 98 cm Bildschirmdiagonale und der Energieeffizienzklasse A++ gibt es in dieser Woche für nur 249 Euro. Das nächste Top-Angebot macht der Kühlschrank der Marke Beko. Das platzsparende Küchengerät bietet 101 Liter Fassungsvermögen und ist sehr energieeffizient für nur 189 Euro. Der leichte und handliche Akkustaubsauger ist praktisch und effizient und befreit Sie vom lästigen Kabel. In dieser Woche für nur 99,99 Euro anstatt 179,99 Euro. Für nur 119,99 Euro erhalten Sie in dieser Woche ein Top-Radio. Durch die diversen Anschlussmöglichkeiten können Sie entweder Ihren Lieblingsradiosender hören oder selber bestimmen, was gerade läuft. Ein weiteres Spitzenangebot ist die Waschmaschine von AEG. Nachlegefunktion, Waschvolumen von 7 Kilogramm, eingebauter Trockner und vieles mehr sorgen für eine super Waschmaschine und das im Angebot für 599 Euro anstatt 859 Euro. Lassen Sie sich zu diesen oder weiteren Angeboten bei uns im EP Mediapark Schubinski in Quedlinburg beraten. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Zum 100. Bauhausjubiläum bietet das Land Sachsen-Anhalt ein vielseitiges kulturelles Programm, dessen Höhepunkt die Eröffnung des neuen Bauhausmuseums in Dessau bilden wird. Dann endlich bietet sich die Gelegenheit, die umfangreichen Sammlungen der Stiftung Bauhaus Dessau dauerhaft der Öffentlichkeit zu präsentieren. Erzählt wird die Geschichte und Rezeption der epochemachenden Schule und ihrer pädagogischen, konzeptionellen und gestalterischen Ansätze für Druckerzeugnisse und Schrifttypen, Möbel, Lampen, Textilien, Tapeten und Architekturen, die heute selbstverständliche Bestandteile unserer Lebensweise sind. Das Museum ist eröffnet. Besuchen Sie unsere einzigartige Ausstellung. Sachsen-Anhalt. Hier macht das Bauhaus Schule. Hashtag modern denken. Das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode begrüßt Sie zum Saisonstart mit einem traditionellen Gemeinschaftskonzert mit dem Nordharzer Städtebundtheater. Freuen Sie sich am 15. September in der Kulisse des Wernigeroder Bürgerparks auf drei absolute Highlights. Nach einem Querschnitt aus Bernsteins legendärer Westside-Story erklingt das Cellokonzert von Friedrich Gulda. Und mit Karloffs Carmina Burana steht einer der beeindruckendsten Klassiker der Chorsinfonik auf dem Programm. Karten für die Veranstaltung erhalten Sie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Zum Tag der Deutschen Einheit begrüßt das Philharmonische Kammerorchester zusammen mit der Kreiskantorei Wernigerode zu einem ganz besonderen Konzert. In der einzigartigen Atmosphäre der Silvestrikirche erklingen unter der musikalischen Leitung von Anne Engel Werke von Mozart und Mendelssohn, begleitet von Martina Müller am Sopran sowie Stefan Kiesling an der Orgel. Karten für das Konzert erhalten Sie in der Touristinformation Wernigerode und in der Jüttners Buchhandlung. Klassikfreunde, aufgepasst! Das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode begrüßt Sie gemeinsam mit der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck zur Stunde der Klassik im Oktober. Freuen Sie sich im einmaligen Ambiente des fürstlichen Marstalls auf Werke von Beethoven, Brahms und Schrecker. Die musikalische Leitung obliegt Musikdirektor Christian Fitzner. Unterstützt werden die Orchester von Matthias Kirschenreit am Klavier. Karten für die Stunde der Klassik erhalten Sie in der Touristinformation Wernigerode und unter www.pkow.de.
Interessieren Sie sich für Pflanzenkunde oder wollen Sie einfach etwas über die Vegetation im Oberharz erfahren? Dann besuchen Sie am 11. September das Bildungshaus Karl Ritter in Quedlinburg. Hans-Ulrich Kieson, ehemaliger stellvertretender Leiter des Nationalparks Harz, will Ihnen eine Übersicht über die Gewächse und Gegebenheiten des Oberharzes verschaffen und darauf eingehen, wie sich die Bewirtschaftung der Wälder auf die Umwelt auswirkt. Schauen Sie also vorbei, wenn Ihr Interesse für diese Thematik geweckt worden ist. Am 18. September findet im Städtischen Museum Halberstadt eine Lesung des Buches Geisterstätten in Sachsen-Anhalt statt. Bei diesem Titel handelt es sich um eine Reise durch verschiedene, zurückgelassene alte und zerfallene Bauwerke, sogenannte Lost Places, hier in Sachsen-Anhalt. Um 19 Uhr stellt der Buchautor Uwe Schimonek sein Werk vor, welches er mit seinem Partner Arno Specht geschaffen hat. Dabei geht es beispielsweise um das verlassene Clubhaus in Halberstadt und andere solcher Lost Places im Harz. Kommen Sie also mit auf eine Reise in diese ehemaligen Kulturstätten und erfahren Sie etwas über die Geschichte hinter den zerfallenen Mauern und den leblosen Gängen. Am 19. September ist der Weltkindertag in Wernigerode. Zusammen mit dem Internationalen Bund wird von 9 bis 12 Uhr im Bürgerpark Wernigerode ein Festtag unter dem Motto 30 Jahre Kinderrechte veranstaltet. Dem Internationalen Bund geht es dabei darum, auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen. 7 verschiedene Kontinente erwarten die Besucher mit unterschiedlichen Aktionen, wie zum Beispiel einem Bewegungs- oder Politikkontinent. Außerdem steht eine Bühne bereit, auf welcher die Kinder Raum und Zeit haben, ihre Stimme zu erheben. Seien Sie also am 19. September von 9 bis 12 Uhr im Bürgerpark Wernigerode mit dabei. Im Nordharzer Städtebundtheater wird am 20. September das Stück Captain's Diner aufgeführt. Die Komödie von Michael Herrl handelt von einer einsamen Insel, auf welcher plötzlich ein Mann angespült wird. Die auf der Insel lebende Frau und der Schiffsbrüchige geraten immer wieder mit ihren Problemen in Konflikte. Gespielt wird dieses Stück um 19.30 Uhr im Nordharzer Städtebundtheater in Quedlinburg. Planen Sie sich ruhig einen kulturellen Abend ein und verpassen Sie dieses humorvolle Stück nicht. Im Schraubenmuseum findet vom 21. September bis 24. November eine Ausstellung zum Thema Schachelefanten statt. Die von Chess Collector International zusammengetragene Sammlung umfasst Schachspiele aus aller Welt. Damals nutzte man nämlich Elefanten, welche später durch den uns heute besser bekannten Läufer ersetzt wurden. Außerdem wird damit der Kunsthistoriker Hans Holländer